Moin Leute, heute geht es darum, wie ihr in Deutschland oder in anderen Ländern auf Pandora zugreifen könnt. Und erstmal vor dem Video möchte ich noch ein Danke an Thomas Herrmann richten. Also der heißt so jedenfalls in YouTube und er hat mir das Video vorgeschlagen. Und ja, danke. Okay, und zwar ist das so, dass ihr, wenn ihr jetzt in Deutschland wohnt oder in anderen Ländern und nicht in der USA, dass ihr nicht auf Pandora gehen könnt, weil eure IP halt nicht entsprechend dafür ist. Also meine IP ist zum Beispiel aus Deutschland und deshalb kann ich darauf nicht zugreifen. Und ich möchte euch zeigen, wie ihr das halt umgehen könnt. Und dafür müsst ihr auf diese Seite hier gehen, auf MediaHind. Und zwar mache ich das jetzt für Google Chrome. Wie das für Firefox geht, zeige ich danach. Und wenn ihr Chrome habt, dann geht ihr jetzt auf Start Using. Und dann geht ihr hier auf, also hierauf auf das hier. Okay, dann müsst ihr das die Datei anzeigen lassen und zwar geht ihr dafür auf Downloads und dann Moment mal, okay. Egal, jedenfalls zeigt ihr geht ihr auf eure Downloads. Dann müsst ihr jetzt gucken, wie die Datei abgespeichert wurde. Und hier ist die jetzt zum Beispiel und dafür, um die jetzt als Add-on zu installieren oder als Erweiterung, geht ihr bei Google Chrome auf diese drei Striche hier, dann auf Tools, dann auf Erweiterung und dann kommt hier so ein neues Fenster. Und jetzt zieht ihr die Datei hier rein. Und jetzt geht ihr auf Hinzufügen. Und jetzt habt ihr das installiert und solltet jetzt schon auf Pandora zugreifen können. Moment. Jetzt geht ihr nochmal auf pandora.com. Und jetzt habt ihr den Zugriff darauf. Okay, die Musik kann ich jetzt leider nicht abspielen, weil sonst würde das Video gesperrt werden. Okay, ja. Und wie das für Firefox geht, zeige ich euch jetzt auch. Und dafür geht ihr auf Google und dann schreibt ihr hier hin MediaHind. MediaHind Firefox. Und jetzt findet ihr hier die Seite und könnt das Ganze auch für Firefox installieren. Und ich hoffe, ich habe euch weitergeholfen. Und ja. Ich hoffe auf euer Feedback. Danke fürs Zusehen.